Willkommen zu einem neuen Video. Diesmal alle Tier 8 Goldpanzer Modell Light, also alle 8er Lights in Gold. Wie immer gebe ich eine Wertung ab, welcher Panzer ist ein Pflichtkauf, welcher ist gut und normalerweise sage ich immer, welcher ist ein Fehlkauf. Es gibt aber meiner Meinung nach keinen Fehlkauf bei den 8er Goldpanzern, also bei den Lights. Und deswegen schwankt es jetzt hier zwischen Pflicht, Kauf und gut. Dann würde ich sagen, fangen wir auch schon mal an. Also Falcon, der T92. Den gibt es auch hier nochmal. Das ist 1 und 1 dasselbe. Aber wir nehmen jetzt einfach mal den. Also der Panzer ist auf jeden Fall gut. Was zeichnet ihn aus? Er ist halbwegs fix mit 68 km/h. Das ist okay. Hat ein Top-Leistungsgewicht, hat einen guten Tarnwert, hat eine gute Sichtweite. Generell Geländewiderstände sind auch super gut. Also absolut krass gut sogar. Die Genauigkeit beim Drehen ist gut, er hat einen volldrehbaren Turm, hat eine gute Gun Depression, hat einen brutal guten Reload, macht zwar nur 150 Schaden, aber ist auf jeden Fall super geil, ist auch während der Fahrt sehr gut, Zielerfassung ist gut und er hat einen vernünftigen Durchschlag, aber ja, könnte ein Ticken besser sein, ehrlich gesagt. 210 mit Heat, die Geschwindigkeiten sind okay. Deswegen, es ist auf keinen Fall ein Pflichtkauf, aber er ist auch gut. Also er erfüllt alle Anforderungen, die ein Light machen sollte. Er ist schnell, er hat einen guten Tarnwert, die Kanone ist auch ganz zuverlässig. Von vorne einen Zehner zu penetrieren wird sehr schwer, mehr oder weniger fast unmöglich. Also gut gepanzerte Zehner zumindest. Aber das ist ja auch nicht der Weg, den man gehen sollte mit dem Light, sondern spotten, Licht machen und von der Seite angreifen oder Gegner circlen. Das alles kann man mit dem Panzer sehr gut machen. Er hat auch ein flaches Chassis. Von daher würde ich sagen, ist es ein guter Panzer, den man aber nicht unbedingt braucht. Der Brasil, der hat was Eigenes. Das ist ein Bulldog, der brasilianische halt eben. Und dem würde ich sogar eine 2 Plus geben. Warum? Also, er fährt 72, ist nochmal schneller. Hat auch ein gutes Leistungsgewicht. Hat auch sehr gute Geländewiderstände, hat auch einen sehr guten Tarnwert, hat auch eine sehr gute Sichtweite, hat auch eine Top-Gun-Depression, hat eine ultra krasse DPM. Also wirklich ultra krass. 3500. Warum? Ja, weil er halt eben nur Heat HE, also 2 HE und einmal Heat halt eben dabei hat. Die hinteren HE, die könnt ihr euch schenken. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Warum die überhaupt dabei sind, weil die kann man eigentlich rausnehmen, weil die kosten genauso viel wie die anderen oder vielleicht ein paar Cent weniger. Und haben halt nur die Hälfte am Durchschlag. Also die machen überhaupt keinen Sinn. Also wenn, nehmt ihr bitte die ersten, die ersten HE und Heat. Und mit den HE macht ihr halt 320 Schaden. 102 mm ist auf jeden Fall auch super. Also da kann man sehr gut mit arbeiten. Ja, er hat nochmal Heat dabei mit 250, das ist dann auf jeden Fall auch sehr stark. Alles in allem finde ich den Panzer echt geil, der macht Spaß, also der ist cool, definitiv. Eine 2 Plus für mich, definitiv. Richtig gutes Gerät. Ja, und dann haben wir ihn wieder zurück im Spiel, den Bulldog mit einem 10 Schuss Autoloader. Der ist auf jeden Fall auch saugut. Ich würde ihm auch eine 2 Plus geben. Das ist für mich kein Pflichtkauf, aber er ist ganz nah dran. Also super mobil, geiles Leistungsgewicht, top Tarnwert, gute Sichtweite, gute Geländewiderstände, auch 10 Grad Gun Depression. Er lädt 27 Sekunden für einen 10er Clip. 10 Schuss mit 2 Sekunden Intra. Das ist richtig stark. Also das ist wirklich ultra geil. Und Zielerfassung ist top, beim Fortbewegen ist top, generell, also der Panzer ist schon echt richtig stark. Und mit der Standard APDS
Habt ihr auch 1219, da kann man auch snipen mal ein bisschen. Also ja, echt saustarkes Gerät. Also Tendenz zum Pflichtkauf. Wenn er im Angebot ist, würde ich mir den auf jeden Fall holen. Der macht schon echt Laune. Ja, saustarker Light. Wirklich saugut. Macht mir richtig Spaß, das Gerät. Den hatten wir schon. Ja, der Zenlac ist so von allen eigentlich so meiner Meinung nach mit der schlechteste. Ist zwar ein klassischer Light auch, sehr mobil, guten Tarnwert, gute Sichtweite. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, gute Gun Depression auch. Bisher hat er mich nicht so richtig abgeholt. Aber er ist auf jeden Fall auch gut. Ja, also deswegen, es sind alle gut. Aber ich finde, da gibt es halt bessere. Genauigkeit ist okay, Zielerfassung ist gut, sehr gut sogar. Er hat auch hier immerhin APCR mit ein bisschen mehr Durchschlag, 223. Die fliegen auch schneller. Aber ich weiß nicht, was es war. Irgendwie bin ich mit dem Panzer nicht so richtig warm geworden. Vielleicht muss ich noch mal öfters fahren. Ich würde ihm eine 2- geben. Also kann man sich auf jeden Fall auch kaufen. Ja, der Höllenhund, der ist auf jeden Fall auch eine 2+, würde ich sagen. Auch sehr schnell. Gute Geländewiderstände, gutes Leistungsgewicht, Tarnwert ist gut, sorry, Sichtweite ist top, Gun Depression, leider nur 8 Grad bei dem, aber okay, kann man mitarbeiten. Die Genauigkeit ist super, Zielerfassung ist top, Durchschlag könnte auch ein bisschen mehr sein auf AP, aber es geht. Dann hat er halt eben Heat und hat aber noch 102 mm HE-Kellen dabei. Also auch ein Komplettpaket und macht noch 50% Bonus auf den Kommandanten. Von daher ist es für mich eine 2+. Wirklich, wirklich gut bis sehr guter Light. Macht Spaß. Gutes Gerät. Definitiv. Trailblazer. Jo, also es ist im Prinzip dasselbe wie der Tiger Shark und da gibt es auch noch ein oder zwei andere. Sehen wir dann gleich. Ja, eigentlich ist er sogar besser als der Höllenhund. Ich weiß aber nicht, ob ich sagen soll, das ist ein Pflichtkauf. Aber er ist auch mindestens eine 2+. Er ist halt ein bisschen langsamer. Dafür hat er einen besseren Tarnwert. Auch eine Top-Sichtweite. Sehr gute Geländewiderstände. 8 Grad auch nur Gun Depression. 3 Schuss Autoloader mit 2 Sekunden Intra-Clip ist auch super. Auch wieder hier die Sache mit dem Durchschlag. Aber dann halt eben Heat. Und er hat auch noch die HE. Also von daher würde ich Ihnen dann vielleicht sogar eine 1- geben und sagen, es ist ein Pflichtkauf, wenn er im Angebot ist. Ja. Aber wirklich ein Top-Light. Also macht echt Bock. Er ist auch schön klein. Ich finde, er könnte einen Ticken schneller sein. Also 58 ist halt dann ein bisschen langsam. Man könnte hier das mit dem Trackdings drauf machen. Dann fährt er dann 63. Das ist dann okay. Aber ja. Weiß nicht. Ich würde dann ehrlich gesagt eher die hier verbauen. Na gut, vielleicht könnte man das hier weglassen. Weil die Genauigkeit ist auch so schon ganz gut. Könnte man sich überlegen, dafür dann halt eben das mit dem Schnellfahren drauf machen. Ach, das mache ich jetzt mal. Ich probiere dann mal irgendwann so aus. So, zack. Probieren wir mal irgendwann mit dem Setup aus. Dann fährt er 64, na immerhin. Oh, aber ist die Genauigkeit bei der Fortbewegung halt dann nur noch 2,8. Ich probiere es mal aus. Mal gucken. Agir, das ist für mich ein Pflichtkauf. Der ist saustark. Das ist einer der besten 8er Lights, finde ich. Der ist top, absolutes Gesamtpaket, super schnell, geiles Leistungsgewicht, top Geländewiderstände, saugeiler na, Camo. Also, boah, ich nehme heute schon den ganzen Tag die Videos auf. Tarnwert. Ultra geile Sichtweite. Also wirklich Top-Gerät, Top-Geländewiderstände, Top-DPM. APCR halt auch. Ja, naja, guten Durchschlag ist okay. Aber halt auch wieder Heat und HE. Also der hat alles dabei. Und deswegen ist es für mich, auch vom Fahren und von der Kanone her, das ist für mich ein Pflichtkauf. Der ist echt saustark. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Obergeiles Gerät.
Den hatten wir schon, weil es ist hier dasselbe wie der Trailblazer. Den hatten wir auch schon, das ist nämlich der Agia. Und dann haben wir den, wobei den hatten wir auch schon. Sorry, ich muss mal wieder was trinken. Oh. Das ist nämlich der Höllenhund. Alle spielen übrigens bis Stufe 10. Und das hier ist der Vanguard. Habe ich den Vanguard nicht? Ach, den Vanguard habe ich auch, der kommt da hinten. Ja, auch eigentlich ein absoluter Pflichtkauf. Weil es ist so, die kleine Fußhupe, guck mal, wie klein das Ding ist. Also wenn ihr da in einem Zehnergefecht neben so einem, was weiß ich, irgend so einem Monster, einer Maus steht oder so, da sieht man den Panzer gar nicht. Der ist halt mega geil, um Leute abzufacken. Der macht richtig Spaß. 70 km/h, gutes Leistungsgewicht. Gute Geländewiderstände, absolut krasser Tarnwert. Dafür ist die Sichtweite halt nicht so gut wie bei den anderen. Aber ja, wie gesagt, voll reinheizen. Natürlich nicht, wenn alle noch im Spiel sind. Wenn es ein bisschen ausgedünnt hat, dann kann man da halt richtig reinjodeln. Und hat einen Dreierclip auch noch mit 220 Schaden. Er hat sogar noch APCR mit 215 Durchschlag. Das ist dann schon mal super. Und das würde ich euch auch empfehlen. APCR Only. Die sind dann auch noch mal ein bisschen schneller. 9 Grad Gun Depression. Macht richtig Bock. Intra-Clip 2,5 ist auch gut. Ja, mega geiles Ding. Macht richtig Laune. Ja, doch, ein Pflichtkauf. So, zack, fertig. Ist ein Pflichtkauf. Macht einfach Laune, das Gerät. Ja, der ist gut. Der ist gut. Aber halt auch nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Er fährt 68, das ist okay. Geländewiderstände sind okay, gibt es bessere. Tarnwert ist gut, also gut bis sehr gut. Sichtweite ist okay. Unterer Richtwinkel ist gut. DPM, sorry, DPM ist nicht so doll, aber ist halt ein Autoloader. Dafür hat er halt dann APCR, die 1460 fliegen. Das ist sauschnell, aber haben halt wirklich ganz beschissenen Durchschlag. Deswegen würde ich euch empfehlen, auch einiges an Heat mitzunehmen. Aber er macht dafür halt 300 Schaden. Der Intra-Clip ist leider auch scheiße mit 3,25. Also von daher, vielleicht gehe ich zurück auf eine 2-. Ja. Ja, 2-. 2-. So, aber trotz alledem kann man mit dem Ding auch seinen Spaß haben. Also auf keinen Fall ein Fehlkauf, aber es gibt bessere. Ach jo. Die Radpanzer. Also ich werde mit der Steuerung auch nicht so wirklich warm. Keine Ahnung, fährt sich irgendwie komisch. Oh. Hat, ja, fährt 60 vorwärts und rückwärts. Sowohl als auch schlecht. Geländewiderstände sind nicht so doll. Tarnwert ist super. Sichtweite ist scheiße. Gun Depression ist top. Der Turm dreht sich schneller, als er sollte. Er schießt sehr genau. DPM ist okay. Durchschlag ist okay. Ziemlich schnell mit 1300. Heat hat er noch dabei. HE auch nochmal mit 75 mm ist auch noch okay. Aber alles in allem, er ist okay. Also ist eine 2-, finde ich. Ist halt ein eigenartiger Fahrstil. Aber halt auch kein Fehlkauf. Also macht schon auch Spaß, man muss sich aber ein bisschen reinfuchsen, ne? Hier mit der ganzen Fahrerei. Den hatten wir schon. Ah ja, das ist eine ganz klare 2 Plus. Fast schon, naja, ein Pflichtkauf. Ich weiß nicht, tut mir schwer. Ist eigentlich ein Top-Light. Ja, gibt es eigentlich nichts zu sagen. Schön schnell, gutes Leistungsgewicht, gute Geländewiderstände, sehr guten Tarnwert, gute Sichtweite. Gun Depression hat leider nur 7 Grad, aber das ist ein Russe, von daher, was wir mehr erwarten, ist auf jeden Fall, ja, gut. Gute DPM, trifft auch gut während der Fahrt, gute Zielerfassung, hat auch hier Gold-APCR mit etwas mehr Durchschlag. Ist auf jeden Fall eine 2 Plus. So würde ich es jetzt mal sagen. Ja, 2 Plus, kein Pflichtkauf, aber eine 2 Plus. Wenn er im Angebot ist, auf jeden Fall holen, weil es macht schon echt Laune und der kann schon was. Schon ein gutes Ding. Das wiederum ist ein Pflichtkauf. Warum, seht ihr gleich.
Das ist zwar auch so ein Bulldog, aber auch hier gute Mobilität, top Leistungsgewicht, top Geländewiderstände, Tarnwert ist gut, top Sichtweite, top Gun Depression, aber hier 3,7 Sekunden, also die DPM des Grauens, also saugeile DPM und auf Gold auch nochmal APCR/APDS, ja, also APCR in schön oder was, was auch immer, mit 1400 Metern in der Sekunde. Das ist halt richtig krass. Das ist richtig, richtig krass. Also das Ding rotzt die Dinger nur so raus. Und deswegen ist es für mich auch ein absoluter Pflichtkauf. Ich finde den zweitstärksten Light auf der Stufe, der ist ultra geil, macht mega Bock. Und ultra starkes Gerät. Saugeiles Teil. Auf jeden Fall top. Ja, das sind jetzt eigentlich so Meme-Tanks. Turtle und Tanks sind ja beide fast gleich. 60 km/h, top Leistungsgewicht. Tarnwert, ich glaube, da habe ich kein Tarnnetz drauf, genau. Tarnwert ist aber eigentlich auch gut. Sichtweite ist auch gut. Geländewiderstände sind gut. 5 Grad leider nur Gun Depression, aber er hat ja hier halt eben diese HE Premium oder auch Normal HE und Hitschleuder mit 660 Schaden. Wenn ihr es schafft, hinter einen Panzer zu kommen und drückt dem das Ding ins Ärschle, das ist mega geil, das macht richtig Spaß, da kommt Stimmung und ihr fackelt den oft auch noch ab. Ja. Also von daher nehmt die Premium HE mit, die hat nochmal 1,5 Meter mehr Sprengradius. Das macht schon was aus, kann ich euch nur empfehlen. Das ist ein Meme-Tank, ein Fun-Panzer. Für einige Runden macht er richtig viel Laune, aber nicht für den ganzen Abend, glaube ich, weil es halt einfach eine Derp-Gun. Aber diese paar Runden, wenn man dann auch noch die geilen Maps hat, dann ist das Ding richtig geil. Wartet, bis der Vertrag da ist, dann kriegt er den for free. Und dann ist es definitiv auch ein Pflichtkauf, in Anführungszeichen, sondern ein Pflichtgrind. Macht Laune, macht Spaß. Und beim Tank ist es genau dasselbe. Eins zu eins dasselbe. Der trifft angeblich besser während der Fahrt. Aber das sind so aus den Tiefen der Gerüchteküche. So. Welche habe ich nicht? Ja, also hier, das sind die baugleichen zum. Ja, ich vergesse immer die Namen. Sag mal, bin ich dämlich? Baugleich zum. Da, 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 Tiger Shark, genau. Also, die hatten wir schon, den hatten wir schon. Und den Becky Lynch, den hatten wir noch. Nee, es gibt's noch nicht. Der Becky Lynch, der hat, glaube ich, diese Besonderheit mit der HE, dass die dann so schnell rauskommt. Ich habe ihn nicht. Der ist aber auch gut. Also ist auch kein Fehlkauf, gute Mobilität, gute Geländewiderstände, Tarnwert ist gut, Sichtweite ist gut, Gun Depression ist top, DPM ist gut, bis sehr gut. Hat auch einen sehr guten Durchschlag hier mit 223 dann auf Gold. Und ich glaube, bei dem ist es so, wenn er da HE schießt, dann kommen die extrem schnell raus, ich glaube jede Sekunde oder so. Hat aber auch nur 50 mm Durchschlag. Also so richtig viel könnte er damit dann auch nicht reißen. Ist aber auch ein klassischer Light ansonsten, also definitiv auch eine glatte 2 so. Kann man mitarbeiten. Grundsolides Teil, macht auf jeden Fall auch Spaß. Und das war jetzt mal wirklich ein schnelles Video. Es liegt daran, weil es halt einfach nicht so viele 8er Premium Gold Lights gibt. Ich habe es ja schon gesagt, meine Empfehlungen auf der Stufe sind ganz klar der Agia/HWK, das sind ja dieselben. Für mich absolut. Ne, jetzt haben wir hier den Filter wieder nicht drin. Für mich absolut die stärksten auf der Stufe. Den kann ich empfehlen in Brasilien, der ist saustark. Der Trailblazer ist auf jeden Fall auch saustark. Der macht mega Bock hier, der Vanguard. Turtle und Tanks sind so Meme-Panzer. Oh, der ist natürlich auch noch ultra stark. Ja. Also es gibt schon ein paar echt gute, wie schon erwähnt. Dann machen wir es kurz und bündig. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bleibt gesund und munter und bis dann irgendwann. Tschüss.